Problem ist mit der Corona-Pandemie verschärft worden. Notleidende hätten zwar Anrecht auf Sozialhilfe, aber sie wagen häufig nicht, die zu beanspruchen aus Angst vor negativen Folgen. Gerade Migrantinnen und Migranten befürchten, ihren Aufenthaltsstatus zu verlieren, wenn sie Sozialhilfe beziehen. Mit einer Informationskampagne wollen wir die Betroffenen ermuntern, Hilfe anzunehmen und ohne Angst, ihr Recht auf Unterstützung zu beanspruchen.